Event Elevator ist heute zu Gast bei der Citizen Fire AG am Standort in Karben. Neben mir sitzt einer der drei Vorstände, Nico Obenauf. Herr Obenauf, die Citizen Fire AG bezeichnet sich selbst als One-Stop-Solution-Dienstleister. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wir haben damals das Unternehmen gegründet und hatten eigentlich von Anfang an die Zielsetzung, dass wir zwischen den Schnittstellen besser koordinieren, besser vermitteln. Denn es gab auch schon, als wir 93 das Unternehmen gegründet haben, viele tolle Unternehmen, die so ihre eigenen Sparten bedient haben. Gute Lichtfirma, gute Tonfirma. Aber man hat damals schon gesehen, auf den Produktionen waren es eigentlich immer die Schnittstellen, wo es hakte und wo letztendlich auch der Kunde dann die Reibungsverluste gespürt hat. Deswegen haben wir uns überlegt, wir machen schon von vornherein in der Konzeptionsphase, in der Angebot, in der Planungsphase, das als ein geschlossenes Paket. In unserer Branche sind ja in letzter Zeit immer mehr Konzentrationsprozesse zu beobachten. Wie bewerten Sie denn die Aussicht, dass es mittelfristig möglicherweise nur noch sehr wenige, dafür sehr große Unternehmen geben wird? Unsere kleine Branche ist mittlerweile so eine kleine internationale Industrie geworden. Man merkt ganz stark den Internationalisierungsprozess und man merkt auch den Anspruch der Kunden. Sie suchen Dienstleister, die international betreuen können, die sie auf die großen Messen begleiten, die sie auch international mit der gleichen Qualität bedienen können wie in Deutschland. Und darauf müssen wir Antworten geben. Dieser Konsolidierungsprozess, Konzentrationsprozess ist wahrscheinlich ein zwingend notwendiger nächster Schritt in unserer Industrie. Wir haben im Moment sehr, sehr viele Unternehmen, gerade in Deutschland, regional, überregional, national und international tätig. Und ich glaube, der Wettbewerb ist in kaum einem Land so heftig wie in Deutschland. In Amerika ist dieser Konzentrationsprozess schon ein Stück weitergegangen. Wir sehen, dass die großen Unternehmen sind zu einem sehr großen Teil im Besitz von Finanzinvestoren. Und da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel entwickeln, dass man versucht, weiter die Unternehmen zu vergrößern oder profitabler zu machen. Auf jeden Fall sehe ich es nicht unbedingt als problematischen Prozess, sondern ich glaube, es ist ein natürlicher Weg, der unsere Industrie wahrscheinlich auch verbessern wird. Die Citizen Fire AG ist ja eine Aktiengesellschaft. Aus welchen Gründen haben Sie sich denn für diese Gesellschaftsform entschieden? Wir haben, ich glaube, 99, 2000 haben wir umfirmiert von der GmbH in der AG. Der Hintergrund war, dass wir unsere Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens besser beteiligen wollten. Und das ließ sich bei einer AG deutlich einfacher darstellen. Wir haben dann sogenannte Vorzugsaktien ausgegeben. Das heißt, die Mitarbeiter des Unternehmens können Vorzugsaktien erwerben, sind sozusagen dann direkt am Unternehmenserfolg oder am Misserfolg beteiligt. Die Mitarbeiter haben natürlich am Anfang das zu einem sehr bevorzugten Preis bekommen und mittlerweile sind diese Aktien, werden sozusagen im Unternehmen gehandelt. Wenn man Mitarbeiter ist, dann darf man diese Aktien erwerben. Wenn man das Unternehmen verlassen sollte, dann muss man sie wieder zurückgeben. Die Citizen Fire AG ist ja sehr stark engagiert, wenn es um ökologische Nachhaltigkeit geht. Sind Sie denn auf den Zug aufgesprungen oder sind Sie die Lokomotive? Wir empfinden uns ein Stück weit als Lokomotive. Wir haben das Thema schon sehr, sehr frühzeitig aufgegriffen. Das liegt daran, dass wir einfach viele Überzeugungstäter hier im Unternehmen haben, die von Anfang an auch sehr viel Druck intern ausgeübt haben, Dinge zu verbessern, Dinge ressourcenschonender zu machen, einfach mehr auf Umwelt zu achten, aber das Go Green, die ganze Thematik Corporate Social Responsibility ist ja zum einen natürlich der ressourcenschonende Umgang, aber natürlich auch die Corporate
Responsibility, also dieser ganze Bereich, der wird bei uns sehr gelebt und wir kümmern uns in einer Vielzahl von Projekten in-house, aber auch auf den Produktionen um eine Verbesserung. Das fängt an mit, ganz am Anfang haben wir versucht, unseren Fuhrpark zu optimieren mit AdBlue, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, ressourcenschonender zu fahren. Dann kam unsere Dekoabteilung dazu und hat letztendlich mit vielen Lieferanten verhandelt, Wege gefunden, dass wir jetzt nur noch mit FSC-zertifiziertem Holz arbeiten. Wir haben als eine der ganz wenigen Unternehmen in der Branche einen Teppich gefunden, der B1 ist, der aber komplett recycelbar ist. Das heißt, der Teppich besteht aus Maisstärke und wird also nicht mit Flamentin behandelt. Und das ist ein riesiger Vorteil, denn die Teppiche, die standardmäßig auf Messen verwendet werden, die sind eigentlich alle nachher Müll und müssen entsorgt werden. Wir können unsere Teppiche wiederverwenden. Das ist ein Cradle-to-Cradle-Konzept, sodass die Teppiche komplett zurück zum Hersteller gehen. Die werden neu aufbereitet und es werden wieder neue Teppiche draus gemacht. Es kommen aber eine Vielzahl von Sachen, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, auf die wir sehr stolz sind und bei denen wir glauben, dass wir in der Tat einen Unterschied machen können in der Branche. Und das Aufspringen auf den Zug, das hat gute und schlechte Seiten. Ich finde es toll, dass das Thema hip ist, dass sich Leute damit beschäftigen, denn selbst wenn sie kleine Schritte machen, dann machen sie einen kleinen Schritt. Viel schlimmer wäre es, wenn das Thema belächelt würde und wenn die Leute sagen, so ein Quatsch, wir machen so weiter wie bisher. Herr Obenauf, vielen Dank für das Gespräch. Das war Event Elevator, heute zu Gast bei der Citizen Fire AG in Karben.